Wer bist du? Lara Mandoki. Was machst du momentan? Ich bin Schauspielerin und spiele die Komödie der Irrungen von Shakespeare in Bad Hersfeld. Wie bist du zur Schauspielerei gekommen? Ich wollte schon immer Schauspielerin werden und habe während der Schule Theater gespielt und bin dann nach der Schule auf die Schauspielschule und naja, jetzt bin ich hier. Was war dein erstes Projekt? Mein erstes Theaterprojekt war im Kindergarten und da war ich im Burgfräulein. Und mein erster Film war, also richtiger Film, war ein historischer Mehrteiler fürs ZDF. Was war dein Lieblingsprojekt? Mein Lieblingsprojekt, oh, das ist schwierig. Man hat ja jedes Projekt irgendwie lieb. Also ich habe einen sehr, sehr schönen Kurzfilm mal gedreht, einen Studentenfilm. Da so sehr aus dem, also no budget hatte, also wirklich gar keins. Und aber so eine ganz intensive Zeit war, die wir da zusammen hatten und so jeder mit allem dabei war und auch wirklich ein sehr schöner Film geworden ist. Also ich glaube, diese kleinen Geschichten, wo man wirklich deswegen zusammenkommt, weil jeder das unbedingt machen möchte und so an diesen Stoff glaubt, sind die, die sehr viel Spaß machen. Aber jetzt hier auch zu sein, ist auch sehr schön und überhaupt, also es ist schon, man verliebt sich ja in jedes Projekt, was man macht eigentlich. Welche Vorbilder hast du? Oh, welche Vorbilder habe ich? Es ist ja schwierig. Das ist ja. Ich habe Vorbilder als Frau und ich habe Vorbilder als Schauspieler. Ich habe Vorbilder, die so wegweisend sind. Was habe ich für Vorbilder? Also was so Frauen anbelangt und so Frauenpower, ist es sicherlich meine Mutter, die ich sehr bewundere und die eine Stärke hat, die ich einfach toll finde. Und schauspielerisch. Das klingt jetzt blöd, wenn ich Jörg Hartmann sage, aber es ist Jörg Hartmann, den ich für einen ganz großartigen Schauspieler halte, wo ich echt jedes Mal vor dem Fernseher sitze und mir denke, wie macht er das? Aber hier auch im Ensemble gibt es ein paar ganz tolle Menschen. Sonja Kirchberger, eine wundervolle Schauspielerin, die mich sehr in vielen sehr inspiriert hat und sehr bewegt hat. Und auch Robert Bartel ist einfach ja, toll. Mit wem willst du gerne mal zusammenarbeiten? Naja, mit Sebastian Achilles natürlich. Und Valentina Torres. Jiménez Torres. Ach, ich weiß nicht. Ich habe niemanden, wo ich mir speziell wünsche, ich würde so gerne mit dem zusammenarbeiten. Weil ich habe zum Beispiel nie gedacht, ich möchte unbedingt mit Heinz Hönig zusammenarbeiten. Und es ist so dermaßen geil, dass ich mir einfach nur wünsche, dass ich wieder mit ihm zusammenarbeiten kann. Also es ist so. Ich freue mich über jeden neuen Kollegen, den ich kennenlernen darf, der mich in irgendeiner Weise bereichert und wo man einen Weg zusammen gehen kann. Ist immer schön. Welche Dinge begeistern dich? Mein Beruf, wo es natürlich die Momente, wo man auf die Bühne geht oder auf der Bühne steht und wirklich spielt, natürlich diejenigen sind, wo man die richtig geil sind und die ganzen Wartesachen, okay, aber es ist immer so ein, man erwartet sich diesen Moment, wo man dann halt wirklich auf der Bühne ist und das ist es dann sehr wert und das tue ich mit sehr viel Leidenschaft und es gibt, glaube ich, wenig, was ich in meinem Leben so wahnsinnig, ich habe es bis jetzt geschafft, ein Leben zu leben, was sehr geprägt war von viel Leidenschaftlichem und Bereicherndem irgendwie. Was wären deine Superkräfte? Meine Superkräfte. Ich könnte irrsinnig viel essen und äquivalent viel trinken. Das wäre definitiv eine Superkraft. Das wäre noch eine Superkraft. Ich könnte wahrscheinlich 24 Stunden am Stück quatschen.
Quatsch, Quatsch. Muss jetzt auch nicht unbedingt inhaltsreich sein. Kann, muss aber nicht. Aber ich könnte definitiv 24 Stunden am Stück quatschen. Das ist kein Problem. Was machst du, wenn dir keiner zuschaut? Stell mich vor den Spiegel. Klar. Das Leben ist eine Torte. Welches sind deine Zutaten? Eine Avocado-Himbeer-Zitronen-Buttermilch-Torte. Die besteht aus Frühling, Freunden, Kostümen, wilden, lustigen, lauten Beisammensein und guten Gesprächen. Und viel Humor. Fahrrad oder Auto? Auto, ich habe bloß gerade keinen Führerschein. Also Fahrrad. Dein aktueller oder All-Time-Tipp: Film. Also aktuell und Alltime, das ist ja ein Unterschied. Also aktuell ist der Kinofilm Heil, wo ich sehr begeistert war. Anfangs dachte ich, er wird irgendwie flach und doof, aber er ist saugeil. Das andere ist die dritte Staffel Weißensee. Bei Weißensee halte ich für eine grandiose, deutsche, sehr gelungene Serie. Und Alltime-Favorite ist, glaube ich, einfach The Departed. Weil ich die Schauspieler und die Story und alles, also Scorsese, also it's best, und ich kann den Film so oft anschauen und finde ihn einfach nur genial. Dein aktueller oder All-Time-Tipp: Musik? All-Time-Tipp ist Deep Purple und Jimi Hendrix, weil es einfach geil ist. Und aktuell, es gibt so eine geile ungarische Jazz-Rock-Band, die keine Sau kennt, mit den geilsten Texten überhaupt, die heißen Punani Massiv. Kann ich echt nur empfehlen, selbst wenn man kein Ungarisch kann. Es ist geil. Wenn du ein Motto hättest, welches wäre das? YOLO! Nein, welches wär's? Tu's mit Leidenschaft und Sinnlichkeit, weil man braucht Leidenschaft und auch Sinnlichkeit, glaube ich, um zu leben. Und ich weiß nicht genau, was es bedeutet, also was Glück bedeutet und alles, weiß ich vielleicht am Ende meines Lebens, aber schon so durch den Tag zu gehen, dass man ihn mitnimmt und wahrnimmt, ist, glaube ich, schon eine gute Geschichte. Also versuchen zumindest nicht daran vorbeizugehen. Was sind deine Pläne für die Zukunft? Haus bauen, Kinder kriegen, heiraten, vorher heiraten, dann Haus bauen und dann Kinder kriegen. Und natürlich eine Schauspielerin zu sein, die irgendwann sich den Luxus gönnen kann, von Rollen auszuwählen, worauf sie Lust hat, und sich mit den Inhalten beschäftigen kann, die sie wirklich interessieren. Und damit auch Freude bringt und nicht irgendwie nervt.